So, ja, ich denke, dann starten wir auch und legen ganz zeitig los. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen hier zum Webinar der BDIZ Hilft. Kampf den Keimen ist das Thema von heute und freue mich, dass Sie alle da sind. Wir bieten Ihnen dieses Webinarformat jetzt an und hinterher können Sie das Ganze auch nochmal nachschauen als Videoaufzeichnung. Das stellen wir Ihnen dann ein paar Tage später zur Verfügung. Ich darf mich Ihnen erst einmal vorstellen. Mein Name ist Stefan Liepe. Ich darf Sie im Namen des Vorstands des BDIZ-EDI hier begrüßen und freue mich aber auch genauso, Ihnen die heutigen Bestreiter sozusagen vorstellen zu können. Das ist zum einen Anita Wuttke, die Pressereferentin und Chefredakteurin des BDIZ-EDI. Und zum anderen darf ich Ihnen vorstellen, freue ich mich ganz besonders, dass er heute Abend Zeit für uns hat, Dr. Dr. Markus Trölsch. Den möchte ich Ihnen insofern kurz vorstellen, als dass Sie wissen, wo er einzuordnen ist. Der Dr. Dr. Markus Trölsch hat in Erlangen studiert und promoviert. Er war zu Arbeits- und Studienaufenthalten an der Westmead Medical School in Sydney, am Universitätsspital Zürich sowie an der MKG der Ruhr-Universität Bochum bei Professor Dr. Dr. Kunkel. Anschließend wechselte er an die Universitätsmedizin in Göttingen zu Professor Dr. Dr. Schliephake, schloss dort seinen Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie ab und wurde zum Oberarzt der Universitätsklinik für Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie ernannt. Seit 2017 ist er in Ansbach niedergelassen tätig. Im Jahr 2016 wurde Dr. Dr. Markus Trölsch zum Vorsitzenden der Akademie Praxis und Wissenschaft, APW, der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, DGZMK, gewählt. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt im Bereich der Augmentation, aber so wie wir jetzt gerade in der letzten Zeit gesehen haben, hat er nochmal zusätzliches Aufsehen erregt, wenn man so sagen will. Er ist viral gegangen, weil er sich eben zu den Themen Keimen und Corona in den sozialen Medien eben geäußert hat. Und insofern ist das erstmal zu den Referenten oder zu den Hauptbestreitern des heutigen Tages zu sagen. Ich möchte Sie noch gleich darauf hinweisen, im Anschluss an das Seminar werden wir Ihnen noch eine kleine Befragung einblenden zum Arbeitspensum, zum Arbeitsanfall in Ihren Praxen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dazu noch dann ein paar Fragen beantworten, damit wir einfach, ich sag mal, harte Zahlen bekommen, um hinterher auch argumentieren zu können. So, nun genug meiner Vorrede. Ich übergebe mal an Anita Wuttke. Ja, vielen Dank, Stefan Liebe, für die netten Worte, für die nette Begrüßung. Ich möchte an dieser Stelle auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen und natürlich auch unseren Referenten, den Herrn Dr. Dr. Trölsch. Ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, dieses Webinar mit uns zu bestreiten. Herr Dr. Trölsch, Sie, Dr. Dr. Trölsch, so viel Zeit muss sein. Sie sind Arzt und Zahnarzt und ganz klassisch niedergelassen in Ansbach in Mittelfranken. Und Sie haben zu Beginn der Corona-Krise ein eigenes Hygienepapier erstellt, das viel Aufmerksamkeit in den zahnärztlichen Foren und in den Fachmedien genossen hat. Was hatte Sie dazu bewogen? Sie sind ja kein Virologe. Das ist richtig. Erstmal danke, dass ich da sein darf, dass Sie sich die Zeit mit mir nehmen. Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Virus natürlich für uns alle eine Herausforderung dargestellt hat oder darstellt und auch noch länger darstellen wird. Und es tatsächlich natürlich dramatische Verläufe nehmen kann, nicht nur bei den Risikogruppen, wie es häufig heißt, sondern bei jedem. Und da sowohl mein Bruder als auch ich viel unterwegs sind und wir auch nicht ganz wenige Patienten haben, die von weiter weg kommen, haben wir das relativ früh im Auge behalten, was sich da entwickelt und eigentlich so seit sagen wir mal, Anfang Februar versucht, da wissenschaftlich einfach eine Übersicht zu behalten, wie groß die Gefahr eigentlich ist. Und wir haben dann erstmal für uns diese Sachen zusammengestellt. Wir haben seit Anfang März jeden Tag wirklich Team-Meetings gehabt, dass die Mitarbeiter auch vorbereitet sind auf das, was da kommt, um die Verunsicherung auch ein bisschen im Griff zu behalten. Wir haben die Praxis darauf vorbereitet, wir haben die entsprechenden Einbestellungen etwas ausgedünnt, um dann auch leichter reagieren zu können. Und nachdem dann ja die Verunsicherung wirklich deutlich spürbar wurde, Mitte, Ende März, haben wir dann einfach entschieden, das online zu stellen, damit vielleicht so ein bisschen der Diskurs, der geführt wurde, auf eine Art wissenschaftliche Basis zurückkommt.
Welche Erkenntnis ziehen Sie aus Ihrer, das ist ja eine ziemliche Literaturrecherche gewesen, welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus? Oder gibt es einige? Das erste ist mal, wir haben es hier nicht mit einem neuen Virus zu tun, wie es langläufig kommuniziert wird, sondern es ist eben ein Coronavirus, wie es auch so schön heißt. Die Gruppe ist seit den 60er Jahren bekannt, wird seitdem auch erforscht. Und deshalb ist da bei weitem nicht alles neu, was wir da sehen. Dieser erste SARS-CoV-1-Ausbruch 2003 war ja ein ganz ähnliches Virus aus dem gleichen Stamm. Und daher ist die Datenlage gar nicht so fürchterlich schlecht, wie man ursprünglich immer dachte. Das Robert-Koch-Institut hat ja sehr früh deutliche Aussagen gemacht, welche Art Schutzausrüstung ausreichend ist. Und im Grunde haben das, was wir gefunden haben, das einfach nur immer weiter bestätigt und erhärtet. Und dementsprechend kann man sagen, dass das, was sowohl die Kammern kommuniziert haben, als auch das Robert-Koch-Institut, tatsächlich genau der Weg ist, mit dem wir auch gut gefahren sind bisher. Heute hat Bayerns Ministerpräsident Söder ausdrücklich betont, dass normale OPs wieder stattfinden können und Besuche beim Arzt, ich zitiere Söder, wir ermuntern ausdrücklich, bestimmte Sachen nicht zu schieben, die medizinisch geboten und notwendig sind. Was heißt das für die Zahnarztpraxis und die Implantatbehandlung? Ich erwähne ausdrücklich die Implantatbehandlung, weil ein Teilnehmer hier gefragt hat, ob er implantieren darf. Also es ist grundsätzlich so, Sie alle, wir alle heißen ja Zahnärzte, weil es ein medizinischer Beruf ist. Es ist ein akademisches Fach, das stark an die Medizin angelehnt ist und natürlich entsprechend der Gegebenheiten der Mundhöhle dann vom Akademischen her auch modifiziert ist. Aber trotz allem ist es medizinisches Handeln, was wir tun. Die Zahnmedizin an sich ist ein elementares Fach in der Gesunderhaltung der Bevölkerung. Und dementsprechend ist die Aussage von Dr. Söder unglaublich wichtig für uns, weil sie da nochmal zusätzliche Sicherheit bietet. Das, was der Zahnarzt indiziert und in Absprache mit seinem Patienten für notwendig erachtet, das ist es dann auch. Und dementsprechend auf die Frage mit dem Implantat einzugehen, da hat der Professor Grötz, der Vorsitzende der DGI, ein sehr schönes Interview gegeben, Anfang April schon, wo er gesagt hat, Implantologie und die assoziierte Chirurgie ist als Teil der oralen Rehabilitation der Patienten zu sehen. Und es gab ja eine doch nicht ganz kleine Bewegung in den Zahnärzten, die ja sehr verunsichert waren, was dann Auswüchse hatte, dass dann sogar Praxisschließungen gefordert wurden von manchen. Und da muss man sagen, wie lange soll man denn unterbrechen? Wenn ein Mensch nicht essen kann, dann führt das langfristig tatsächlich zu massiven Folgen und auch kurzfristig ist es nicht ganz einfach zu handeln. Und dementsprechend ist auch die Implantologie Teil des medizinisch notwendigen Handelns und in Absprache mit Patienten und Kollegen durchzuführen. Was sollten Behandler und Team zum Schutz vor Infektionen für sich und die Patienten aus Ihrer Sicht beachten? Die Frage dazu aus dem Teilnehmerkreis lautet, soll man überhaupt implantieren und wenn ja, mit welchem Schutz für Behandler, Mitarbeiterin und Patient? Das ist eine hervorragende Frage. Und ich bin kein Virologe, wie auch schon anfänglich ausgeführt worden ist, was auch ganz wichtig ist. Ich kann mich da nur auf die Daten stützen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und es ist immer eine Abwägung. Aber diese Abwägung ist nicht erst seit Corona uns beschäftigt, sondern die war es davor schon auch. Welche OP tue ich welchem Patienten denn an? Es ist immer eine individuelle Entscheidung zwischen Behandler und Patient, anhand des zu erreichenden Ziels, anhand der Faktoren, die auf beiden Seiten vorherrschen, welche Richtung man dann tatsächlich geht. Ja, und daher muss ich dann schon sagen, dass die Gesamtrehabilitation des Patienten ein ganz wichtiges Gut ist. Und gleich die nächste Frage eines Teilnehmers hierzu. Ist Ganzkörperschutz notwendig? Ja, den Schutzaspekt. Vielen Dank, dass Sie mich nochmal. Also, ich hoffe nicht, dass Kollegen jetzt als Marsmännchen in ihre Praxen laufen. Und das Robert-Koch-Institut hat sehr früh definiert, dass für normale ärztliche und zahnärztliche Tätigkeiten unser Mund-Nasen-Schutz, idealerweise kombiniert mit einer Schutzbrille, Haube und Handschuhen, einen hervorragenden normalen Schutz bieten. Und das ist tatsächlich auch unsere Standardausrüstung. Wir haben schon seit Beginn der Corona-Krise, noch bevor es Deutschland erreicht hat, angefangen, die Patienten am Tag vor
einem Eingriff, auch vor einem Termin, vor jedem Termin anzurufen, nachzufragen, geht es Ihnen gut, kurze Anamnese erhoben, ob da irgendwelche Faktoren vorliegen, die möglicherweise Richtung Covid-19 zeigen. Und diejenigen, die Symptome hatten, die haben wir natürlich, wenn es nicht absolute Notfälle waren, versucht erstmal zu verschieben. Aber wenn die Patienten asymptomatisch sich gemeldet haben, dann haben wir das ganz normale Schutzniveau, also Maske, Haube, Handschuhe. Für Implantologie haben wir immer noch sterile Kittel, dementsprechend durchgezogen. Und heute kam eine wirklich hervorragende Stellungnahme vom Präsidenten der DGZMK, vom Professor Frankenberger, wo er in wirklich 10 einfachen Punkten aufgeführt hat, im Grunde, wo wir stehen sollten. Komplett in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Bundeszahnärztekammer und der lokalen Zahnärztekammern. Und da ist ganz klar, dass wir bei asymptomatischen Patienten, wo kein Covid-19-Verdacht ist, unsere Schutzausrüstung nutzen können. Und man muss ja dazu sagen, das Hygieneniveau in den Zahnarztpraxen weltweit, aber insbesondere in Deutschland, war ja schon vor der Corona-Krise auf einem exorbitant hohen Niveau. Daher gibt es da ein großes Schutzniveau. Das Coronavirus ist nicht neu und es ist auch nicht das erste Virus, das uns gefährlich werden kann. Von daher muss man sagen, die Diskussion hat da schon interessante Aspekte angenommen. Der allergrößte Teil der Zahnärzte hat ganz ruhig und hat ganz besonnen seine Aufgaben erfüllt, ist für seine Patienten da, hat entsprechend den Takt angepasst, dass Social Distancing zum Beispiel im Wartezimmer effektiv angewendet werden kann. Und da muss man sagen, funktioniert das ganz hervorragend. Wie hoch schätzen Sie die Infektionsgefahr durch den Aerosolnebel ein und welche Schutzmaske ist aus Ihrer Sicht sicher? Das ist eine Frage, die die Zahnärzte durchaus umtreibt im Moment. Ich glaube, wenn ich diese Frage sicher beantworten könnte, dann hätte ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Es Sie kann Ihnen Masken herstellen oder? Oder überhaupt nur Zertifikate an Türen kleben wahrscheinlich. Ich kann es Ihnen nicht sagen, es kann Ihnen weltweit niemand sagen. In Labor-Settings, das ist eine inzwischen sehr bekannt gewordene Arbeit aus dem New England Journal, die primär eigentlich mehr ein Letter an den Editor war, im Labor-Setting kann man es tatsächlich schaffen, dass man infektiöse Virusloads in ein Aerosol reinbringt und die dort auch infektiös bleiben. Das ist eine sehr wichtige Studie gewesen. Dieses Paper kam am 17. März raus, weil es uns auch gezeigt hat, dass auch durchaus eine Möglichkeit der Übertragung hier bestehen kann. Ich sage absichtlich Möglichkeit und kann. Und diese gleiche Studie hat auch gezeigt, dass das Virus auf gewissen Oberflächen unterschiedlich lange aktiv und infektiös bleibt. Was es bisher nicht gibt, in keinem Setting, ist eine wirkliche Untersuchung, inwieweit das im klinischen Bereich auch wirklich so da ist. Es gibt 2 Untersuchungen, die werden auch vom Robert-Koch-Institut in der Corona-Übersicht zitiert, bei der bei Patienten, wo in 10 cm Umkreis um die Mundhöhle herum Proben genommen werden von der Luft, keine vermehrungsfähigen Viren gefunden wurden. Und wenn man das Ganze jetzt versucht, auf die Zahnmedizin zu übertragen, wir sind sehr nah am Patienten dran. Die Diskussion, die ich immer höre, ist das Aerosol, das durch unsere Instrumente hervorgerufen wird. Wie funktioniert das? Im Mund wird gearbeitet, dabei wird Wasser in das Handstück, Winkelstück, Arbeitsstück, was auch immer Sie haben, hinein. Das wird dann auf die Schleimhaut mit aufgespritzt und dabei entsteht dieser Splatter-Effekt, dieses, was wir als zahnärztliches Aerosol bezeichnen. Das entsteht durch einen hohen Fluss an Flüssigkeit, die primär jetzt mal nicht virusbelastet ist, weil sie kommt ja aus unserer Einheit oder idealerweise sogar aus einem sterilen Setting. Inwieweit das vielleicht sogar einen Spüleffekt für die Mundschleimhaut hat, weiß gerade keiner. Auf jeden Fall verdünnt es sehr hoch. Gleichzeitig wird ja mit der in Deutschland Gott sei Dank sehr verbreiteten vierhändigen Technik sehr effizient direkt abgesaugt. Und alle, die am Patienten dran sind, sind mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet. Also inwieweit in diesem Setting von einer Infektiosität ausgegangen werden kann, kann absolut niemand sagen. Aber es ist sicherlich falsch zu behaupten, im Laborsetting hat man da Viren nachweisen können, also ist es definitiv gefährlich. Das stimmt absolut nicht. Es bleibt, denke ich, ein Restrisiko, das man nicht ausschließen kann. In der Kombination mit unserem Mund-Nasen-Schutz, Brille, Haube und so weiter konnten, das sind jetzt auch neuere
Sachen, die haben wir in der Zusammenfassung alle aufgeführt, dass man es auch nachlesen kann, konnte man wunderschön zeigen, dass unser Mund-Nasen-Schutz da tatsächlich hervorragend schützt dagegen. Und deshalb ist meine ganz persönliche Meinung, dass wir schon alles natürlich tun sollten, um Aerosole zu vermeiden, gerade bei Patienten, wo eine Covid-19-Infektion möglicherweise im Raum steht. Aber wir müssen nicht davon ausgehen, nur weil zahnärztliches Spray entsteht, ist das jetzt infektiös. Denn was bei diesen Fragen immer ignoriert wird, wovon wir wissen, wie die Infektion übertragen wird, ist, wenn der Patient richtig husten muss. Sagen wir mal, Sie unterhalten sich nur beim Patienten, das ist eine komplett aerosolfreie Sache und er muss richtig heftig mehrfach husten dabei. Dann haben Sie ein reales Infektionsrisiko, von dem wir auch wissen, dass es zur Infektion führen kann. Und das ist bei diesen ganzen Diskussionen nicht eingepreist, dass wenn Sie bei neben jemandem an der Supermarktkasse stehen, der hustet heftig, dann stehen Sie im infektiösen Aerosolnebel drin. Hoffentlich tragen Sie dann eine Maske, wenn nicht, ist blöd. Ja, also von daher ist, denke ich, dieses extreme Kreisen um die Frage, ist das, was aus unseren Instrumenten kommt, mit dem Wasser eine Virusschleuder, der falsche Ansatz. Ich glaube, jedem Zahnarzt sollte klar sein, dass erstens die Mundhöhle kein sicherer Aufenthaltsort ist. Mal davon abgesehen, dass man gebissen werden kann, sind da schon früher Pathogene gewesen, die uns gefährlich werden können. Und auch falls dieses Virus jemals unter Kontrolle sein sollte, werden da andere Pathogene kommen, die uns auch gefährlich werden können. Also der allergrößte Teil der Zahnärzte weiß das und die paar wenigen, die es offenbar nicht wussten, die haben es jetzt hoffentlich auch verstanden, dass die Mundhöhle einfach ein Gebiet ist, das Risiken mit sich einherbringt. Ja, und das Zweite ist, was, denke ich, hoffentlich auch klar geworden ist, mit dieser Diskussion um die medizinische Notwendigkeit, ist jetzt auch durch Baden-Württemberg wieder ein bisschen befeuert worden und die gute Rede von Dr. Söder heute, dass das, was der Zahnarzt macht, grundsätzlich medizinisch notwendig ist. Also die Zahnärzte, die ich kenne, und ich kenne jetzt doch einige, ich wüsste keinen einzigen davon, wo ich behaupten würde, der macht unnötige Sachen. Das wäre ein harter Vorwurf, auch völlig ohne Corona. Ja, also dementsprechend sehe ich da die Zahnmedizin grundsätzlich gut aufgestellt. Anschlussfrage, wie hoch ist denn die Ansteckungsgefahr, die von kontaminierten Kontaktflächen ausgehen kann? Wir wissen es nicht. Es gibt auch hier wirklich widersprüchliche Untersuchungen. Die Untersuchung aus dem New England Journal, die ich eben zitiert habe, die zeigt, dass eine kontaminierte Oberfläche über längere Zeit, abhängig vom Material, infektiös sein kann. Klinische Studien hingegen, nicht nur direkt aus Wuhan, sondern inzwischen auch aus den Ländern um uns herum, die dann Abstriche in den Räumen machen, in denen Patienten sind, die Covid-19 haben und daran leiden, die können das häufig nicht so nachbestätigen. Also das, wenn man sich da durchliest, entsteht da ein heterogenes Bild. Die Daten aus Wuhan zeigen meines Erachtens nach sehr deutlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass Oberflächen eine Weile infektiös bleiben. Denn das Lockdown, das Wuhan durchgeführt hat, das ja wirklich sehr, sehr effizient gewesen ist, hat nicht zu einem sofortigen Stillstand der Neuinfektionen geführt. Und die chinesischen Behörden schließen das darauf, dass neben natürlich den Löchern, die in einem Lockdown immer sind, es aber auch über Flächeninfektionen weitergegangen sein muss, also über dritte und viertgradige Infektionsketten. Allerdings fehlt auch da noch die endgültige beweisende Kette. Ich glaube, im aktuellen Zeitpunkt sollten wir davon ausgehen, dass ein erhöhter Desinfektionsaufwand an allen Oberflächen, die wir in der Praxis haben, durchgeführt werden sollte. Ich glaube auch, dass es absolut gerechtfertigt ist, erhöhte Schutzmaßnahmen zu haben. Zum Beispiel bei uns in der Praxis ist es so, es wird immer Mundschutz getragen, ab dem Zeitpunkt, wo man die Praxis betritt, bis zum Zeitpunkt, wo man die Praxis verlässt. In den Pausen werden die Mitarbeiter entweder rausgeschickt oder gehen von selber raus oder verteilen sich so, dass nur einer pro Raum ist, wenn gegessen wird, dass da kein großer Austausch stattfinden kann. Alle Oberflächen, insbesondere zum Beispiel Telefone, Privathandys, alles wird mehrfach am Tag desinfiziert, dass wir da nicht zusätzlich Gefahrenbereiche aufmachen. Aber das sind eben Zusatzmaßnahmen, die natürlich auch aus der Unsicherheit kommen, dass man nicht alle Infektionsketten genau kennt und da alles tun sollte, um eben die Infektionswahrscheinlichkeit so gering wie möglich zu halten. Eigentlich die nächste Frage haben Sie schon beantwortet. Ich frage trotzdem nochmal nach, um eine sehr präzise Antwort zu erhalten. Behandeln Sie in dieser Zeit und trotz des nach wie vor herrschenden Mangels an Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln weiter? Ja,
präzise. Ganz Also sehr präzise. wir haben Wollen Sie das aufgrund noch der, ausführen? ja, wir haben die Situation relativ lang schon verfolgt, und haben uns auch unseren Vorrat dementsprechend angelegt. Das gilt aber nicht nur für uns, sondern ich würde sagen, in der Umgebung, die Zahnärzte, die wir im Auge haben, hat keiner ein elementares Problem im Moment mit Schutzausrüstung. Und dadurch, dass natürlich der Takt schon langsamer ist, ist es jetzt auch schon so, dass wir damit gut hinkommen. Wir gehen damit sehr sparsam um, muss man sagen, weil wir nicht wissen, was wir nachkriegen. Aber es ist ja nicht so, wie wir es ja schon eingangs hatten, dass jetzt der Behandlungsbedarf von den Problemen, die wir vorher identifiziert haben, plötzlich verschwunden ist, sondern der ist ja weiterhin da. Und ich kann einem Patienten mit einem Abszess schlecht erzählen, sorry, kann ich nicht für dich da sein, das funktioniert einfach nicht. Und Sie wollen auch weiter behandeln. Also das eine ist, dass man sich verpflichtet fühlt, seinen Patienten zu helfen. Und das andere, Sie wollen auch weiter behandeln. Ich sehe, also das Wort alternativlos kann ich persönlich nicht mehr hören, aber ich sehe es tatsächlich als absolut gegeben an, die Behandlungen weiterzuführen. Zum einen ist die Situation, wie wir sie haben, nach wirklich gründlicher wissenschaftlicher Aufarbeitung, aber nicht nur von uns, um Gottes Willen, von den Kammern, vom RKI, von allen, so, dass die Situation uns das Weiterbehandeln erlaubt. Und zum anderen besteht die Notwendigkeit weiter. Und zum dritten mache ich meinen Beruf wirklich gern, also will ich auch weiter behandeln. Was wird sich aus Ihrer Erfahrung jetzt und den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben, für Ihre Praxis ändern? Wir haben ja diese erste Zusammenfassung überschrieben mit: Es gibt keine Zeit ohne Covid-19, es gibt eine vor und eine mit. Und ich fürchte, das wird für sehr, sehr lange Zeit wahr bleiben. Wenn man sich die Struktur dieses Virus anguckt, es ist ja nur eins aus der Kette der Corona-Familie. Es ist ein Virus, das durchaus zu Mutationen neigt. Aus Finnland kam im März schon die erste Studie, die bereits Mutationen gezeigt hat. Das heißt, selbst wenn wir irgendwann einen Impfstoff haben, wann auch immer das der Fall sein wird, wird das Virus mutieren. Wir brauchen einen neuen Impfstoff. Es wird wieder Leute geben, die sich der Impfung verweigern. Und auch eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Da gibt es großartige Studien über die Influenza-Erreger, dass man das Infektionsrisiko unter medizinischem Personal um über 50% drücken kann einer Grippe, aber eben nicht um 100%. Und dementsprechend wird uns das weiter begleiten. Das heißt, wir werden auf dem Schutzniveau, auf dem wir arbeiten, noch eine Weile unterwegs sein. Ich sehe im Moment keinen Punkt, wo wir zu dem alten Durchlauf, der in Zahnarztpraxen geherrscht hat, der wirtschaftlich wahrscheinlich einfach herrschen musste, wenn man sich Abrechnungspositionen anguckt, dass wir zu diesem Takt zurückkehren können. Denn damit können wir dieses Social Distancing der Patienten nicht aufrechterhalten. Ja, wir haben Zeiten am Tag geblockt, wo wir nichts einbestellen, damit falls Notfälle kommen, die direkt ohne Wartezeiten möglicherweise reinkommen könnten. Ja, und gerade wenn man dann Patienten hat, die Risikofaktoren mitbringen, die aber ein Problem haben, entsprechend alt sind, entsprechende Vorerkrankungen haben, dann möchte ich die auch in keinem Wartezimmer haben, dann möchte ich die direkt ins Behandlungszimmer bringen können, damit die exponierte Zeit so gering wie möglich ist. Und für diese Schritte, die wirklich unseren Arbeitsalltag massiv verändert haben, da sehe ich kein Ende im Moment. Ja, vielleicht haben wir mit klimatisch, wenn es deutlich wärmer wird, dass das zurückgeht, wenn die Erkältungssaison zurückgeht, dass es dann weniger wird. Aber die Frage ist nur, wann kommt dann der Relapse? Ja, also das wird uns sehr, sehr lange begleiten. Und wenn wir uns angucken, was die Preise für Schutzausrüstung gemacht haben in den letzten 4 Wochen, dann wird das noch ganz spaßig. Was wird sich Ihrer Meinung nach in der zahnärztlichen Versorgung insgesamt hinsichtlich Hygiene und Infektionsschutz, ändern müssen? Ich glaube, die zahnärztlichen Praxen, die die Hygienerichtlinien, die ja schon bestehen bei uns, bisher ernst genommen haben, und ich möchte behaupten, ich kenne keinen, der es bisher nicht gemacht hat, ich glaube, für die wird sich in der grundlegenden Hygiene gar nicht so viel ändern, weil das möglichst wenig im Behandlungszimmer rumsteht, dass alles regelmäßig durchdesinfiziert wird. Das war ja vorher schon da, das wird jetzt einfach nur etwas intensiver betrieben und das wird auch noch so bleiben. Die Tatsache, dass wir in der Praxis zum Beispiel keine Hand mehr geben, dass wir auch Gespräche führen, während wir permanent Mundschutz, Brille und Haube tragen,
Das wird eine Weile bleiben. Und vor allem wird eine Weile bleiben, dass wir eben nicht mehr den normalen Durchlauf mehr erzielen können. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die baden-württembergische Landesregierung hat per Anordnung an Ostern verfügt. Ich wusste gar nicht, dass die arbeiten an Ostern, aber in diesen Zeiten wohl doch. Arbeiten kann man das nicht Hat verfügt, dass Zahnärzte nur noch Notfälle behandeln dürfen, ist dann aber auf Betreiben von zahnärztlichen Körperschaften auf Landes- und Bundesebene wieder zurückgerudert. Halten Sie eine solche Anordnung, die den Zahnärzten das Heft aus der Hand nimmt, für sinnvoll? Ich halte es für desaströs. Ich finde, also es ist mir völlig schleierhaft, wie diese Entscheidung so zustande kommen konnte. Es ist für mich, wir hatten ja Tendenzen von Zahnärzten, die sich lauthals für dieses seltsame Ziel dieser Praxisschließung eingesetzt haben. Vielleicht, weiß nicht, ob man da Zusammenhänge herstellen kann oder sollte. Im Endeffekt zeigt dieser Gesetzestext, der da rausgekommen ist, eine komplette Ignoranz und Unkenntnis sowohl des zahnärztlichen Handelns als auch der medizinischen Notwendigkeit des zahnmedizinischen Vorgehens. Ja, wenn eine Regierung sich dazu hinreißen lässt, in einem Gesetz, das bis zum 15. Juni ja konzipiert ist, reinzuschreiben, dass nur noch Schmerz- und Notfallbehandlung durchgeführt werden darf. Und das Anfang April. Dann möchte ich nur eine einzige Frage dazu stellen. Wie gehen wir denn mit den Patienten um, wo wir eine Mundschleimhautveränderung beobachten, ob die onkologisch relevant wird oder nicht? Was erzähle ich dem Patienten, von dem ich sage, ich will dich vierwöchentlich, sechswöchentlich sehen, damit hier nichts anbrennt, um rechtzeitig eine Biopsie machen zu können, der dann nach 3 oder 4 Monaten, und wer weiß, wie lange dann sowas, ich versuche ein politisch korrektes Wort zu finden, sagen wir, sowas verlängert wird. Wie erkläre ich dem dann, wenn der dann im August vor mir sitzt und ein Karzinom hat? Wie genau mache ich das? Also wie genau definiert man Notwendigkeit in einem Gesetzestext, wenn man von Zahnmedizin offensichtlich keine Ahnung hat? Ich würde vorschlagen, dass wir die Entscheidung, was notwendig ist, auf der Ebene lassen, wo sie hingehört. Und zwar auf der Ebene des Behandlers mit dem Patienten. Die Entscheidung, ob eine Behandlung notwendig ist oder durchgeführt werden muss, ist eine Abwägung aus den Risikofaktoren auf der Patientenseite, auf der Behandlerseite, eine Abwägung aus der vorhandenen Ausrüstung, die da ist. Das Thema Schutzausrüstung ist da absolut nicht zu vernachlässigen. Eine Abwägung aus der individuellen Behandlungsnotwendigkeit des Patienten und diesen Faktoren zugeordneten. Und daraus ergibt sich dann ein Bild, das aber wirklich nur Behandler und Patient gemeinsam entscheiden können. Daher bringen uns so aufoktroyierte Lösungen gar nichts. Sie sind ja auch zurückgerudert in der Zwischenzeit. Also ja, kommen wir zur letzten Frage von meiner Seite. Es gibt den Spruch, dass aus jeder Krise auch eine Chance erwächst. Welche Chance wäre das für den Zahnarztberuf? Ich glaube, Sie haben mit diesem Spruch absolut recht. Es bringt eine Rückbesinnung auf das, was wir ja eben diskutiert haben, auf den medizinischen Hintergrund dessen, was wir tun. Es bringt eine Rückbesinnung darauf, dass der Zahnarzt ein wichtiges und wertvolles Bindeglied in der gesamten Gesunderhaltung der Patienten ist. Es bestärkt nochmal die Notwendigkeit von absolut genauer und penibler Hygiene in der Zahnarztpraxis. Und ich möchte niemandem unterstellen, dass es vorher nicht gemacht hat, aber es ist eine nette Erinnerung. Und ich glaube, dass wir wirklich diskutieren müssen, das gilt jetzt aber nicht nur für die Zahnärzte, sondern für alle Gesundheitsberufe, ob die Art der Sparherangehensweise, die die Politik in den letzten Jahren ja mit großer Freude betrieben hat, ob das tatsächlich der richtige Weg ist oder ob nicht dieses Herunterbremsen aus infektiologischen Gründen nicht doch dazu führt, dass wir uns tatsächlich überlegen, dass eine gute Medizin und Zahnmedizin schlicht und einfach ihren Preis hat, die dann auch übernommen werden muss. Medizin hat nichts mit Hotelgewerbe zu tun. Ja, es geht nicht darum, maximale Auslastungen zu fahren. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Investoren zufriedenzustellen, sondern es muss darum gehen, die beste Behandlung für den Patienten sicherzustellen. Und ich glaube, mit unseren Standesvertretungen sind wir da nicht schlecht aufgestellt.
dass hier tatsächlich politische Konsequenzen aus dieser Krise gezogen werden. Das waren sehr deutliche Worte. Vielen Dank. Ich nehme an, es gibt Fragen aus dem Chat. So, ich bin mal wieder mit dabei. Das ist heute nicht der Fall. Das heißt, das war so erschöpfend und oder erschreckend. Die Fragen bzw. die Chat-Kommentare halten sich hier absolut in Grenzen. Wir haben keine brennende Frage, die jetzt von den Teilnehmern noch eingekommen ist. Insofern möchte ich nochmal auch die jetzt nachträglich noch hinzugekommenen Teilnehmer nochmal darauf hinweisen, dass wir gleich im Anschluss hier an das Webinar noch eine Umfrage einblenden und wir würden uns freuen, wenn Sie daran noch teilnehmen. Es geht um die Auslastung in Ihrer Praxis, damit wir als BDZ-EDI dann belastbares Material in der Argumentation nach draußen in Anführungsstrichen erhalten. Bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen beiden noch mal ganz herzlich zu danken, dass Sie heute Abend Zeit gehabt haben, hier das Webinar für uns zu bestreiten, Herr Dr. Trölsch und auch Anita Wuttke. Ich weiß, dass Sie heute schon mehrere solche Veranstaltungen gehabt haben, Herr Dr. Tröth. Insofern nochmal meinen herzlichen Dank. Ich hoffe, für heute war es dann die letzte Veranstaltung, bei der Sie dann sozusagen nochmal viral gegangen sind. Und insofern bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen allen eine gute Zeit und gute Gesundheit zu wünschen. Wir werden Sie in dieser Serie dann weiter versorgen mit Informationen zu weiteren Themen, je nachdem, wie Ihnen das dann sozusagen unter den Nägeln brennt. Also insofern, wir freuen uns auch im Nachhinein auf Ihr Feedback und das soll es dann auch gewesen sein. Einen schönen Abend.